Hallo liebe YouTuber, so, Hellgate ist wieder da. Vielleicht kennen das nur einige von euch, das Hellgate London, genau. Ein altes Spiel, ja, schon sehr alt. Vor langer Zeit sind die Server von Hellgate London dicht gemacht worden und wir konnten Hellgate London nun noch in Singleplayer spielen. Es gab niemals einen LAN-Modus, leider. Nun aber haben koreanische Filme hat sich die Rechte gekauft und das Spiel quasi neu auferlegt und wiedererweckt und auch auf den europäischen Markt geschmissen. Das Spiel ist auch in Europa jetzt eben verfügbar und eben auch im Download. Geht in euren Browser und gebt einfach wie gewohnt Hellgate Global ein. Geht auf die erste Seite. Das könnt ihr überspringen. Das ist Blödsinn, das ist nur eine Werbung von denen. Direkt auf die Hauptseite. Download. Und wählt einen von den beiden aus. Dort kommt nur dann eine kleine MP-Datei runter. Die wird dann das restliche Spiel herunterladen. Das geht je nachdem sehr schnell. So, danach sind ich schon mal ins Spiel reingeloggt. Es ist einfach nicht mehr auf Deutsch, es ist eben komplett auf Englisch. Ob es eine deutsche Version geben wird, ist nicht bekannt. Je nachdem, wer das Spiel schon kennt, wird ihr sehen, oh, das ist ja noch die alte Hellborn Station, das ist wahr. Einige Charaktere wurden aber verändert. Hier Mumu ist jetzt aber etwas grauhaarig geworden, ist etwas verältert, eraltert meine ich. Und auch das Startgebiet ist in etwa etwas anders geworden. Also dort, wo ihr startet. An die Charakterklassen hat sich meiner Meinung nach jetzt, wo ich es gesehen habe, noch nichts verändert, wirklich. Was ich sagen muss, eben. Ebenso kleine Bugs gibt es eben leider hier immer noch, dass ihr nicht durch gewisse Dinge gehen könnt. Obwohl ich eigentlich da durchgelaufen bin, geht's nicht. Keine Ahnung warum. Ab und zu mal geht's nicht, das passiert aber sehr selten. Was sich auf jeden Fall verändert hat, ist der Skillbaum. Es gibt jetzt hier, ich bin jetzt hier der Wächter, kennt man auch aus dem Hauptspiel. Dem wurden einfach seine Talente in drei Tech Trees unterteilt. Ich habe eigentlich das Gefühl, das ist das wie aus dem Original eigentlich nur in drei Bäume unterteilt. Ich habe jetzt keinen großen Unterschied gemerkt. Also der Schildschlag ist wieder da, hier der Sword-Schlag ist wieder da. Das meiste ist, das wurde einfach unterteilt in verschiedene Kategorien. Das ist bei allen Klassen so. Hier sieht es noch wirklich super aus, aber ich habe auch beim Sniper geschaut. Der Sniper, das finde ich jetzt einfach ziemlich sehr wenig, sehr arg und da hätte man mehr machen können. Also der Scharfschütze zum Beispiel hat das, auch noch einen Napalmangriff. Ganz ehrlich, hier ist alles kaputt am Arsch und da fliegen Bomber rum und machen Napalm. Und das geht sogar so unter der Erde. Bisschen unlogisch bei diesen Skills, da mussten sich die Entwickler jetzt noch ein bisschen was nachdenken. Bei den Animationen sieht es eigentlich alles sehr super aus. Haben sie auch nicht viel groß geändert. Beim Sniper sieht es auch immer aus wie immer. Diese sturen Waffenanimationen, die nicht wirklich sehr bewegend sind. Aber für alte Hellgate London-Veteranen, wie ich es selber auch bin, und die das Spiel wirklich vermissen und gerne mit ihren Freunden wieder spielen möchten, lege ich es total am Herz. Es gibt immer wieder mal ein paar Ping-Probleme. Jetzt ist gerade gut, aber ab und zu kann es dann sehr hoch werden, dass ihr es gar nicht spielen könnt. Es gibt auch jetzt auch einen Item-Shop und auch einen Premium-Shop, wie ihr hier sehen könnt. Da könnt ihr Sachen kaufen, müsst ihr aber nicht. Ihr kommt doch ohne den voran. Ihr seht hier, könnt ihr so eben Sachen kaufen. Das normale Geld ist auch immer noch vorhanden. Ihr habt sehr viel am Anfang. Also ich habe wirklich noch 5 Level mal mit einem anderen Char gemacht und hatte schon über 10.000. Und das fand ich einfach, ja, ziemlich viel im Vergleich zu Hellgate London. Ansonsten die Quests sind halt immer noch dieselben. Töte das, töte jenes, geh dahin, mach das kaputt und so. Der Chat ist immer noch international. Und die ganzen Tools hiervon kennt ihr ja auch noch. Und ja. Wie kann man die erklären? Es gibt natürlich immer noch diese Bank-Dinger, kennt ihr auch noch? Im anderen Gebiet, wo ich jetzt gerade zwar nicht hin konnte mehr, zurück wo, da gibt es auch in jeder Ecke, gibt's das. Ansonsten hat sich momentan noch nichts viel verändert. Ich weiß noch nicht, möchte einen ganz kleinen Tipp an Veteranen geben, die hier gerade mal ein bisschen quasi tunen möchten. Es gibt ja diesen Duranix 3000er, wie er da heißt, zum Aufpeppen der Waffen für Geld. Die könnt ihr ja in Rar und Legend machen. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder so, ob das gestern einfach nur ein Server lag. Auf jeden Fall hat das mehrfache Tune mit dem
ins Legendary nichts verändert. Es hat keine Werte verändert gehabt. Daher würde ich momentan davon abraten, euer Geld da reinzustecken. Das Modifizieren funktioniert immer noch momentan. Und ich muss auch sagen, das System mit Freunden zusammen und so funktioniert auch noch wunderbar. Ihr habt doch jetzt auch PvP verbessert, ein verbessertes Achievement-System. Könnt euch hier PvP anmelden für verschiedenste Klassen. Ihr könnt seit ab Level 1 könnt ihr da schon beitreten und selber auch kreieren. 5, 1 bis 1, also 1 versus 1 und 5 versus 5 gibt es alles Mögliche. Könnt ihr da mal anschauen. Es gibt auch für PvE und so. Also es ist wirklich auch ein bisschen abwechslungsreicher als jetzt im London. Da konntet ihr nur ein Duell machen. Das seht ihr so links im Chat, das fand ich jetzt ziemlich nervtötend. Es ist immer noch eine Open Beta, muss ich sagen, aber es gibt schon Goldverkäufe und das ist einfach schon ziemlich hart und ich finde es ein bisschen low von denen. Aber ja, wenn ihr das echt nicht mehr sehen könnt, ganz einfach alt gedrückt halten, in den Chat wegdrücken, ganz einfach wie immer. Ansonsten gibt es zwischen anderen Videos dann noch was erklären, aber hier, sag ich mal so, stellt euch einen Account, ladet das Spiel runter und habt mal Spaß an einem Free-to-Play, denn hier zahlt ihr monatlich nichts mehr. Dazu auch noch eine kleine Information. Die ersten zwei Kapitel sind umsonst. Drittes, fünftes, sechstes sowie zwei DLCs sind dann kostenpflichtig, kosten $4. Finde ich, ist im Preis gerecht. Es sind drei Stories sozusagen und zwei DLCs. Was ihr bekommt, ist ein Ticket. Dieses Ticket bekommen eure Chars-Account gebunden. Beziehungsweise könntet ihr auch in-game weiterverkaufen. Ihr könnt im Auktionshaus in-game für Spielwährung, also dieses Palladium, wie es hier heißt, diese Karten auch kaufen von Spielern. Und die meisten bieten es für den Preis von 300.000 an. Und circa nach dem zweiten Kapitel, wenn ihr das beendet habt und einfach sparsam gewesen seid, könnt ihr es auch für Spielgeld kaufen und müsst nicht extra das für Echtgeld kaufen. Wer das nicht möchte, kann es in-game machen. Wer $4 übrig hat, kann sich auch das holen. Wer weiterspielen möchte und ich finde, das ist ein fairer Preis. Ich meine, wenn sich am Schluss endlich dann noch die Leistung verbessert. Ich meine, jetzt sieht die Grafik hier noch schön aus, aber ich möchte in die Stadt nicht gehen, die haben dort nichts geändert. Ich danke fürs Zuschauen. Der Account-Erstellung passiert schon während, könnt ihr auch während des Einloggens im Log-Menü unten auf Account erstellen drücken. Habt ihr das schon? Ansonsten, das Spiel braucht wirklich nicht viel Arbeitsspeicher. Ist ja gesagt, die Website, wo ich Ihnen gezeigt habe, drauf gehen, downloaden und losdaddeln. Absolut kein Problem damit. Ihr könnt auch wirklich, wer jetzt denkt, Free to Play kann nur zwei Chars erstellen. Ihr könnt ja über sechs Chars erstellen mit. Ihr könnt also jede Klasse mal ausprobieren. Und daher wünsche ich euch viel Spaß. Danke fürs Zuschauen. Und weitere Videos zum Spiel werden auch nochmal folgen, wo ich kleine Tipps geben werde. Auf Wiedersehen, euer Necro.